Im brasilianischen Bundesstaat Bahia sind nach starken Regenfällen zwei Staudämme gebrochen. Behördenangaben zufolge wurden rund 60 Orte unter Wasser gesetzt. Die Bewohner sind aufgerufen, sich in Sicherheit zu bringen. Durch Überschwemmungen sind in der Region seit November nach offiziellen Angaben bereits 18 Menschen ums Leben gekommen und knapp 20.000 obdachlos geworden.